Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 50 50. Ja, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt plötzlicher Tod. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die mit plötzlichem Tod in ihrer Umgebung schon konfrontiert worden sind. Das ist in der Regel etwas Trauriges und sehr Schlimmes, aber es kann ja vielleicht auch etwas Positives sein. Zum Beispiel, wenn man durch den plötzlichen Tod eines anderen Menschen beispielsweise ein Organ bekommen hat, was man ganz dringend benötigt. Oder wenn man durch den plötzlichen Tod vielleicht sogar eines sehr entfernten Verwandten, den man gar nicht kannte, eine große Erbschaft bekommen hat. Also wie auch immer, das Thema ist vielfältig und wenn ihr gerne mit mir darüber reden wollt, dann ruft an, Thema plötzlicher Tod 0800 220 50 50 oder ihr mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht, der heißt André und André ist 39 Jahre alt. Hallo André. Ja, hallo Jürgen, grüß ja. dich. Zum Thema plötzlicher Tod. Ja, also das geht um meine Mutter. Ja. Die ist vor 6 Jahren plötzlich im Krankenhaus gestorben. Also die kam 2 Wochen vorher ins Krankenhaus und wegen einer Herzgeschichte kam er noch ins künstliche Koma und sollte 2 Tage später sollte sie in die Reha kommen. Meine Tante war zu Besuch da, mein Vater, also wie jeden Nachmittag sind wir hingefahren zu Besuch. Wir unterhalten uns ganz normal und auf einmal fällt sie zurück und war tot. Ach, während der Besuchszeit quasi, während ihr da saßt? Ja, während der Besuchszeit, genau. Da waren auch noch andere im Zimmer von den anderen Kranken halt. Und ja, sie lag in dem Moment nicht auf einer Intensivstation, sondern im normalen Zimmer. Und das heißt, niemand hat das eigentlich erwartet, auch von den Ärzten. Nein. Also sie hatte ein schwaches Herz, das wussten sie alles. Ja. Bloß das war alles eigentlich wieder so relativ ausgeheilt, sollte jetzt auch zur Reha sich entspannen. Das heißt, vor diesem Krankenhausaufenthalt gab es keine schwerwiegenden Krankheitsbilder, was das Herz betrifft. Ja, sie hatte also etwas schon, aber aber die Ärzte dachten, das geht noch alles. Ich meine, sie war auch Jahrgang 27 schon und gut, aber das trifft einen natürlich hart. Ja, aber natürlich. Und diese Situation, man geht ins Krankenhaus, man besucht jemanden, sitzt in einem normalen Zimmer, wo man auch denkt, naja gut, die Ärzte sehen, dass es nicht so ganz schlimm ist, sonst hätten sie die Patienten auf die Intensivstation gelegt. Richtig. Und dann stirbt die Mutter vor den eigenen, also vor den Augen. Ja. Und da, was habt ihr da gemacht? Ja, also wir haben zuerst, wie versteinert saßen wir da und dann haben wir den Arzt schnell gerufen und dann kam sie, die Intensivstation war direkt nebenan. Sie kam dahin und ja gut, die Ärzte sagten trotzdem, sie hätten nichts machen können. Das ging ruckzuck, das war ein Sekundentod, haben die uns gesagt. Sekundentod heißt, das war dann ein Herzschlag oder was, ein Herzstillstand? Oder? Herzstillstand. Also hat auf einmal aufgehört und man konnte gar nichts mehr machen. Und selbst im Krankenhaus, wenn man neben der Intensivstation quasi liegt, kann man da nichts reanimieren, gar nichts? Sie haben selbst uns noch gesagt, selbst wenn sie auf der Intensivstation gewesen wäre und ein Arzt wäre dabei gewesen, so schnell hätte er nicht reagieren können. Da war also nichts zu machen. Das war in einer Situation, wo ihr schon hoffnungsvoll wart, wo ihr gedacht habt, okay, sie geht jetzt in die Reha und dann geht es wieder bergauf. Ja, da haben wir schon gedacht, danach den Urlaub fahren, noch ein bisschen irgendwo hin, meine Eltern. Weil mein Vater hat da auch an dem Tag gesagt bekommen, dass er noch Prostatakrebs auch hat. An dem Tag gesagt bekommen? Ja. Hat die Mutter das noch mitbekommen? Sie hat es geahnt, aber sie wusste es noch nicht hundertprozentig. Wie bist du denn dann und auch deine Familie mit diesem schlimmen Vorfall, schlimmen Ereignis, mit dem plötzlichen Tod umgegangen? Ja, also umgegangen, also eigentlich gar nicht. Man hat es immer verdrängt, sag ich mal. Weil dann kam alles, mein Vater kam, wie gesagt, dann ins Krankenhaus, die Operation und alles. Es ging ihm auch angeblich besser, laut den Ärzten. Noch bevor die Mutter dann beerdigt wurde? Danach. Danach sollte er dann. Direkt einen Tag später war das. Und dann kam er auch aus dem Krankenhaus, alles wäre okay. Ja, und 3 Jahre später ist mein Vater dann gestorben, voller Metastasen, alles. Auch. Das heißt also mit dem Beginn. Unerwartet. Ja, wobei ihr euch da dann vielleicht eher schon darauf einstellen konntet als auf den Tod der Mutter. Aber das heißt, mit dem plötzlichen Tod der Mutter war dann das Unglück eingeleitet, ne? Die Mutter hatte euch verlassen und dann kurz darauf oder ein paar Jahre später dann der Vater auch. Richtig. Wahrscheinlich einer schlimmen Leidenszeit auch. Auf
jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Was hat das für dich, wie alt bist du jetzt, 39? 39, mhm. Ja. Nun ist das einige Jahre her, wenn du das jetzt im Nachhinein jetzt so betrachtest, welche Spuren hat das in dir hinterlassen, die du so benennen kannst? Ja, also ich muss sagen, irgendwie seitdem ging alles schief. Mhm. Also wie gesagt, mein Vater starb denn, wir mussten das Haus verkaufen, das konnten wir nicht halten. Mhm. Ein Jahr später habe ich dann meine Arbeit verloren bis jetzt und noch keine neue. Mhm. Und also, aber man muss irgendwie positiv gucken, sonst irgendwie... Kann man leichter und schneller von jemandem Abschied nehmen, auf dessen Tod man sich vorbereitet hat, so wie es vielleicht in etwa bei deinem Vater war, als denn, wenn man einen Angehörigen so plötzlich verliert? Nee, würde ich nicht sagen. Also mein Vater war in der letzten Zeit, als er es hatte, war er noch zu Hause und ich habe ihn praktisch dann noch gepflegt. Mhm. Man hat es abgesehen, dass er also irgendwann starb. Jetzt bloß die Ärzte sagten, das kann jetzt in ein paar Wochen, kann auch noch ein paar Jahre sein. Mhm. Und also wie gesagt, das mit der meiner Mutter, das war schlimmer, muss ich sagen, ja. Ja, 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 so meinte ich es ja auch gerade. Mhm. Mhm, ja. Lieber André, danke für deinen Anruf und alles Gute von Herzen dir. Alles wünsche ich dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören, tschüss. 0800 220 50 50 zu unserem Thema heute Nacht, plötzlicher Tod. Und jetzt bin ich verbunden mit Kerstin. Und Kerstin ist 27 Jahre alt. Hallo Kerstin. Hallo Jürgen. Grüß dich. Ja, grüß dich. Du hast auch zu dem Thema angerufen. Ja, genau. Mhm. Erzähl mal. Bei mir geht's auch um meine Mama. Wir wollten im Juli zu meiner Schwester fahren. Mhm. Die hat ihr Baby bekommen. Mhm. Sollte also eigentlich ein wunderschöner Tag werden. Und wir sind auf der Autobahn und meine Mama kriegt einen Asthmaanfall. Mhm. Mein Stiefvater fährt auf den Parkplatz raus und meine Mama erstickt in meinen Armen. Auf dem Parkplatz auf der Autobahn? Ja, genau. Mhm. Und ihr drei wart allein im Auto? Ja. Mhm. Wie alt ist deine Mutter geworden? 49. 49? Ja. So jung? Ja. Und da war keine Möglichkeit... noch schnell per Mobiltelefon, Funktelefon einen Krankenwagen zu holen? Mein Stiefvater hat sofort Notarzt angerufen, wie er zum, also geparkt hat, sofort. Mhm. Und die Mutti hat auch noch so ein Asthmaspray genommen. Und obwohl ich Arzthelferin bin und eigentlich gedacht habe, ja, der Spray, der muss jetzt gleich helfen, da ging nichts mehr. Also sie hat einen Kehlkopfspasmus bekommen, also eine Verkrampfung vom Kehlkopf. Ja. Ich habe zwar reanimieren versucht, aber dadurch, dass sich der Kehlkopf verkrampft hat, habe ich gar keine Luft reinbekommen. Mhm. Und auch der Notarzt, wie der dann endlich kam, der konnte sie auch nicht intubieren und konnte sie auch nicht mehr beatmen. Da war dann schon alles zu spät. Ist das so ein Fall, wo man... Ich habe das mal gelesen, wo man eigentlich so einen Schnitt in den Kehlkopf machen müsste, damit der Patient die Luft wieder bekommt? Ja, das ist eben so eine Frage, wo ich die ganze Zeit drüber grüble. Wenn man so einen Luftröhrenschnitt gemacht hätte und den Kehlkopf praktisch umgangen wäre, ob ihr das geholfen hätte. Aber das hat der Notarzt auch nicht gemacht, als er kam. Nein, nein. Mhm. Als Laie, ich meine, du bist Arzthelferin, aber dennoch... ich wüsste nicht, wo ich da den Schnitt ansetzen sollte in einer dramatischen Notsituation. Wüsstest du das? Okay, nee, ich wüsste auch nicht. Das lernt man leider nicht. Ja. Also die Mutter litt schon wahrscheinlich sehr lange an der Asthmaerkrankung. Eigentlich gar nicht. Gar nicht? Aber sie hatte ja Spray dabei, das heißt ja doch. Ja, sie hatte so eine Bronchitis im März oder so und hat diese Bronchitis verschleppt, weil sie immer in die Arbeit ging und... Mhm. Blieb einfach nicht zu Hause, wenn sie mal krank war, hat schon Atembeschwerden gehabt, aber ich hätte das nie so eingeschätzt und jetzt mache ich mir natürlich Vorwürfe, weil ich mir sage, hätte ich das ernster genommen, dann wären wir nicht gefahren und dann würde sie heute noch leben. Ja, das sind immer so Überlegungen, die man sich natürlich zu Recht im Nachhinein macht, aber wenn ihr nicht gefahren wärt, wäre sie vielleicht irgendwo alleine gewesen und es wäre auch passiert. Ja, und vielleicht. Der Notarzt war ja vermutlich da auch sehr schnell an der Autobahn. Naja, es hat 20 Minuten. 20 gedauert. Minuten. Hm. Ich stelle mir diese Situation grauenhaft vor, wenn die eigene Mutter in den eigenen Armen erstickt. Ja, das ist schrecklich und die Bilder, die
die wird man einfach nicht los. Den Erstickungstod überhaupt stelle ich mir ganz, ganz, ganz grauselig vor. Ja. Sie muss doch wahrscheinlich sich sehr auch, hat sie sich auch gewehrt noch oder hat sie sich bewegt und geröchelt oder geschrien oder wie? Also sie hat wahnsinnig um Luft gerungen. Mhm. Dann habe ich zu ihr gesagt, ob sie Schmerzen hat, mhm. weil ich einfach den Eindruck hatte, sie hat Schmerzen. Da hat sie gesagt, nein, und das war auch das Letzte, was sie sagen konnte. Mhm. Sie hat dann die Augen verdreht, wurde ganz blau im Gesicht, mhm. hat auch ganz blaue Lippen bekommen und dann ist sie schon zusammengebrochen. Also ist mir in die Arme kollabiert und ich habe sie dann aus dem Auto raus und hingelegt. Und aber nur diese, was weiß ich, vielleicht waren es 2 Minuten oder so, ja, ja. bis sie ohnmächtig wurde, das war einfach das Schlimmste. Mhm. Das ist so, grausam. Dann hast du die Mutter auf den Boden gelegt draußen vor dem Auto. Genau. Es war Sommer und dann hat die Mutter da 20 Minuten gelegen. Und die Mama hat da sogar 4 Stunden dann gelegen. Warum so lange? Also 20 Minuten, bis der Notarzt kam. Und dann kam die Polizei, dann haben die gesagt, ja, das ist nicht ihr Gebiet. Dann kam die Kripo. Die haben gesagt, naja gut, die Mama ist aber also eines natürlichen Todes gestorben, das ist also auch nicht ihr Gebiet. Sie müssen jetzt auf einen Bestatter warten und dann haben sie einen Bestatter gerufen. Gott. Und das hat also 4 Stunden gedauert und 4 Stunden lag die Mama da eben tot in... Ja. Gott, wie furchtbar. Und ihr daneben und man ist ja dann so wahrscheinlich völlig von Sinnen und völlig steht neben sich. Genau. Man muss 4 Stunden dann so ein Martyrium da auch über sich ergehen lassen. Dann kommt die Polizei und die wieder und die wissen nicht. Und Gott, wie schrecklich. Wahrscheinlich ist das so, wenn du daran dich zurückerinnerst, wie in Trance, ne? Die Zeit vergangen. Ja, also das ist heftig. Man steht in der Früh auf mit dem Gedanken und man geht abends mit dem Gedanken ins Bett. Und immer wenn die Bilder kommen, versuche ich sie wegzuschieben, weil sie einfach grauenvoll sind. Mhm. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter? Ja, gut. Also es war halt meine Mama. Also ein normales Verhältnis. Ja, absolut. Bist du das einzige Kind? Nein. Ich habe noch eine kleinere Schwester. Ach, du hast gerade gesagt, ihr wollt dich dazu der fahren, ne? Ja, genau. So war das ja auch, ja genau. Sie hat ihr Baby bekommen und das ist das erste Enkelkind und das konnte meine Mama nicht mal mehr sehen. Auch das ist ja so eine tragische Verknüpfung, ne? Da fahrt ihr dahin, weil sie das Baby bekommt und sie stirbt auf dem Weg dorthin. Ja, genau. Hatte deine Mutter Angst vor dem Tod? Habt ihr mal drüber gesprochen? Ja, man hat schon hin und wieder drüber gesprochen. Ich glaube, dass sie in dem Moment schreckliche Angst hatte. Mhm. Weil sie, wie sie da, bevor sie ohnmächtig wurde, hat sie meine Hand ganz fest gehalten und sehr fest gedrückt. Mhm. Und auch in ihrem Gesichtsausdruck war auf einmal wahnsinnig viel Angst, obwohl sie gesagt hat, also noch, wie sie sprechen konnte, sie will auf gar keinen Fall einen Arzt, wie mein Stiefvater rausgefahren ist zum Parken. Bitte? Auch sonderbar. Ja, total. Also konnte ich auch irgendwie überhaupt nicht verstehen. Das war im Juli, sagst du. Mhm. Das ist ja noch, so viel Zeit ist ja noch nicht vergangen. Nee. Wie trauerst du? Wie gehst du damit um? Oh, eigentlich ganz, ganz schwierig. Mein Stiefvater ist weggegangen. Den habe ich also auch gleich noch verloren, weil er nicht mit dieser Situation klarkommt. Mhm. Der ist zurückgegangen zu seiner Frau, weil er meint, da würde er leichter über die Sache hinwegkommen. Und jetzt habe ich einfach das Gefühl, ich bin allein, auch wenn ich Freunde habe und alles, aber ich kann eigentlich nicht über diese Geschichte reden. Das ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass ich wirklich drüber rede. Ach, auch nicht mit der Schwester? Nein, meine Schwester, die verdrängt das irgendwie. Mhm. Und dann möchte ich da auch nicht davon anfangen. Ja, sie hat gerade ihr Kind bekommen. Ja, genau. Mhm. Hast du einen Freund? Ja. Kannst du mit dem drüber sprechen? Ja, könnte ich vielleicht, aber irgendwie habe ich so eine Blockade in mir. Fragt er dich denn schon mal danach oder geht mit dir zusammen auf den Friedhof oder so? Eigentlich reden wir nicht drüber, nee. Ich gehe alleine auf den Friedhof. Und Wie lange seid ihr beiden schon zusammen? Wir sind eigentlich im Moment nicht mehr zusammen. Mhm.
Aber das hat damit nichts jetzt zu tun, nein, oder? Nein. Also er ist immer für mich da, wenn ich ihn bräuchte oder so. Ach so. Aber das heißt dann wirklich, dass du recht, das klingt sehr alleine, ne? Und sehr einsam. Ja. Mhm. Und das ist sehr schlimm, finde ich, wenn man einen solchen Todesfall zu verarbeiten hat. Ja, das stimmt. Wenn man zumindest nicht sprechen kann. Ich glaube, das ist das Sprechen, das sage ich immer, dass das so wichtig ist. Dass man einfach jemandem was erzählt und genau. Und auch das Gefühl hat, man kann dem das erzählen, ohne dass man dem auf die Nerven geht. Viele Menschen, die in großer Trauer sind, haben ja quasi eine Scham, ihrem nahen Umfeld nach einer gewissen Zeit das immer wieder zu erzählen, genau. Weil man denkt, oh, die wollen das schon gar nicht mehr hören. Ja, richtig. Also müssen es ganz enge Freunde sein, wo man weiß, da darf ich reden. Das nimmt ja mir nicht übel, wenn ich immer wieder damit anfange. Ja, das stimmt. Mhm. Ich war bei einer Psychologin, die kenne ich durch meine Arbeit. Mhm. Und sie hat gemeint, ich müsste zu einer Psychologin gehen und so eine Traumatherapie machen, oder ja, wie man das nennt. Ja. Hat mir dann auch mehrere Namen hier von der Umgebung gesagt, wo ich mich hinwenden soll. Ja. Und wenn ich da angerufen habe, dann hieß es nur, ja, sie müssen woanders anrufen. Wir sind dermaßen arbeitsüberlastet. Mhm. Dem brauchte ich noch nicht mal sagen, um was es geht. Mhm. Sondern da kommt man überhaupt nicht durch. Mhm. Na. Also deine Bereitschaft ist schon da, so etwas zu machen. Naja, weil ich merke, dass ich einfach irgendwas machen muss. Mhm. Ich muss das irgendwie verarbeiten. Ja, finde ich auch. Und wenn die Psychologin, die Bekannte, das zu dir auch so gesagt hat, ja. Finde ich das auch, allein schon, wenn ich höre, dass du keinen Menschen hast, mit dem du das verarbeiten kannst, ist das ganz wichtig. Mhm. Nun kann ich dir auch keinen Therapieplatz herzaubern aus deiner Umgebung, obwohl ich es gerne, sehr, sehr gerne täte. Ich kann dir aber anbieten, dass du mit meiner Psychologin, mit der Claudia, die ist heute Nacht hier, mal etwas redest. Mhm. Vielleicht hat sie noch irgendwie eine andere Idee, wie du auch relativ schnell an Hilfe kommst. Ja. Ja? Mhm. Okay, dann machen wir es so, Kerstin, du legst auf und die Claudia ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute und Liebe von Herzen. Danke dir auch. Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 220 5050, E-Mail-Adresse domian@wdr.de und unser Thema heute Nacht heißt plötzlicher Tod. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die dieses erleben mussten, schon in ihrer Umgebung. Meistens, wir haben es ja gerade schon gehört, ist es traurig. Manchmal kann es auch überraschend und in irgendeiner Weise positiv sein, wenn man beispielsweise durch den plötzlichen Tod eines Fremden ein Organ bekommt, das einen selbst dann wiederum das Leben rettet. Oder wenn man durch den plötzlichen Tod vielleicht eines sehr, sehr entfernten Verwandten, den man gar nicht kennt, sehr viel Geld bekommt durch eine unerwartete Erbschaft. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt über dieses Thema, dann meldet euch bei mir 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Christina ist 55 Jahre alt und jetzt bei mir. Ah, ja, hallo Domian. Hallo Christina, guten Morgen. Meine Güte, ich gucke seit Wochen die Sendung und habe nur neulich gehört, dass es um den plötzlichen Tod ging. Da habe ich gedacht, Mann, das ist das Thema. Ja. Und zwar mein Mann, von dem ich mich aber getrennt habe nach 25 Ehenjahren, wurde ein Jahr später von seinem besten Freund, Mitarbeiter, wir hatten ein Bestattungsunternehmen, erschossen. Ach. In der Firma. Und also ihr hattet ein Bestattungsunternehmen? Wir haben ein Bestattungsunternehmen. Und in dem Bestattungsunternehmen ist er erschossen worden? Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? Im August 7 Jahre. Mhm. Im letzten August waren es 7 Jahre, 1997. Du wolltest gerade sagen, genau da wo? Ich war einkaufen und habe das Auto eingeladen und habe das Radio angehabt. Mhm. Und da habe ich dann erfahren, das war 14 Uhr, Nachrichten, zwei Menschen sind in der Innenstadt durch Schüsse ums Leben gekommen. Mhm. Und da habe ich so gedacht, Mensch, klein Chicago, Mann, gut, dass du nicht in der Stadt warst, und fahre nach Hause. Und da sagt eine Nachbarin, Mensch, komm schnell mal rein, ich muss dir was sagen. Und da hat sie mich nach dem Alter meines Mannes, also wir waren 5 Wochen geschieden. Mhm. Ach so, frisch geschieden erst. Ja. Mhm. Und da sagte sie zu mir, wie alt war der Mann? Und da habe ich 47, ja, und die neue Lebensgefährtin, er hatte eine neue Lebensgefährtin, ja. 50. Und da sagt sie, Mensch, du, ich glaube, die sind erschossen worden. Und da habe ich gesagt, jetzt rufe ich an, weil er sollte 3 Tage später meine Töchter vom Flughafen abholen. Die waren für ein Jahr als Au-pair-Mädchen nach San Francisco gegangen. Mhm. Jetzt muss ich noch was fragen zum Verständnis. Ja. Ihr wart ein paar Wochen geschieden, ja. Aber ihr habt noch gemeinsam diesen Betrieb geleitet. Nein, ich auch nicht mehr. Du auch nicht mehr? Ich war ganz zwischen raus. Ah ja. Mhm. Und die neue Lebensgefährtin, die
war mit drin. Ja, und jetzt sagst du gerade, dass dein damaliger, ehemaliger Ehemann von einem Mitarbeiter erschossen wurde. Ja. Aber jetzt gerade meintest du, dass auch zwei Menschen erschossen worden sind. Ja, die Lebensgefährtin auch. Die ist auch erschossen worden? Ja. Auch von dem Mitarbeiter? Ja. Und die war auch dann mit in dem Raum? Oder? Nein, die haben oben drüber sich eine Wohnung eingerichtet und die hat die Schüsse gehört, unten im Geschäft, ist runtergerannt. Und hat die Tür aufgemacht, hat gesagt, was ist los? Und in dem Moment hat er sich umgedreht und ist er hinterhergerannt und hat sie im Treppenhaus auch und die sah auch verblutet. Warum? Was ist denn da? Was ist der Hintergrund? Ja, also mein Mann und dieser Täter und ich, wir sind zusammen in eine Klasse gegangen. Also wir sind zusammen zur Schule gegangen und die beiden sind Freunde gewesen. Dann haben wir geheiratet und dann war er unser Trauzeuge. So, und dann hat mein, er hat Tischler gelernt, der Täter. Ja. Der hat Bäcker gelernt und mein Mann war ja Tischler. Ja. Und dann hat er irgendwann gesagt, Mensch, du kannst mich doch bei euch anstellen, Bestattung, das kann ich lernen. Hat er auch gemacht. Und dann hat er 25 Jahre mit in der Firma gearbeitet. 25 Jahre? Ja, also er war die rechte Hand von meinem Chef. Also von meinem Mann. Ein ganz, ganz eng vertrauter Mensch. Ganz eng vertraut. Ganz eng, also einer der engsten Menschen um euch herum. Ja, seine Frau und die Kinder, die wohnen auch bei mir in der Nachbarschaft. Umso unverständlicher, ja. Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund, ich weiß, also er ist ja in einer Psychiatrie, er ist schuldunfähig gesprochen worden, angeblich schizophren. Und das ist das, was meine Töchter und ich irgendwo gar nicht richtig verarbeiten. Wir haben nie trauern können, weil plötzlich war der Chef weg vom Geschäft, der Mitarbeiter war die rechte Hand, die war auch weg. Und da gab es jetzt keinen mehr und meine Töchter, die habe ich dann am 22, drei Tage nach dem Mord, habe ich sie abgeholt vom Flughafen und die Kinder kamen mir entgegen, haben gesagt, wo ist dein Papa? Ich habe das drei Tage verschwiegen. Sie haben immer angerufen, haben gesagt, Mensch, so und so, dann und dann ist das Flugzeug doch da und da und dann kann er uns abholen. Wie stark und tapfer von dir, dass du es verschwiegen hast am Telefon. Ja, das war an einem Dienstag und Mittwoch hatte die eine Tochter mich angerufen und hat gesagt, Mama, der Papa geht gar nicht ans Telefon. Wir wollten ihm jetzt sagen, Freitag um 7 Uhr ist das Flugzeug in Frankfurt. Und da habe ich gesagt, ach ja, weiß ich auch nicht. Und da hat die immer gesagt, warum, was, bist du komisch? Und da habe ich gesagt, ach, ich erkundige mich mal, warum er nicht ans Telefon geht. Ja, ja, aber der, also ich darf den Namen ja jetzt nicht sagen, der Mitarbeiter, der war sonst auch immer da am Telefon, wenn mein Mann nicht da war. Und da hat er gesagt, Mensch, da geht ja gar keiner ans Telefon im Geschäft, Mama, was ist denn los? Also die haben schon gemerkt, irgendwas, das war nicht so ganz in Ordnung. Ja. Hast du ihnen das dann direkt am Flughafen gesagt? Ja, ich habe drei Tage nur gelungen. Ich habe gesagt, der Papa macht eine Überführung ins Ausland, hat die Lebensgefährtin mit und der Täter, also der Mitarbeiter, hat was anderes zu tun. Er kann nicht. Und da habe ich gesagt, aber dann, wenn er nicht kommt, dann komme ich und hole euch. Und da hatte ich vorher schon angerufen, habe gesagt, sie möchten die Kinder in einen Extraraum holen, weil man mir gesagt hat, Mensch, du, das musst du machen, sonst stehen die da, die Reporter und so. Ja. Weil das ging ja durch die Presse und überall. Als Amokläufer, das war furchtbar. Und hast du es den Kindern dann da gesagt? Was, ja, morgens um 7, ich hatte da einen Cousin mit und so. Jetzt aber nochmal zu der Frage, warum hat er das gemacht? Nur aufgrund einer psychischen Störung oder vermutet man doch irgendeinen... Die Ärzte und Psychiater, die vermuten einfach, er war schizophren. Er hat gesagt, es hätte Bumm gemacht. Also er hätte bei ihm was ausgehakt. Er ist nach Haus gefahren, hat die Waffe geholt und ist wieder ins Geschäft gefahren. Hat zu einem Mitarbeiter gesagt, wo ist denn der Chef? Und der hat gesagt, ach, der kommt gerade hinten über den Hof durch Sarglage. Und da ist er ihm entgegengegangen und dann hat er geschossen. Unfassbar. Also es gab wirklich keine nähere Auskunft, dass irgendwie eine heimliche, was ich, eine Missgunst oder eine Eifersucht, irgendwas, was man Also ich habe es mir halt, durch vieles Gerede nachher haben wir dann so ein bisschen rausbekommen, die neue neue Lebensgefährtin, die hatte sich so ein bisschen mit reingedrängt ins Geschäft. Er war die rechte Hand und er wurde auf einmal ein bisschen an die Seite gedrängt und da hatte er so einen Hass gehabt. Und mein Mann hat das nicht erkannt, dass da so eine Eifersucht war. Das waren ja Freunde, hat ja alles gemacht. Wie kam der überhaupt an die Waffe? Ja, das ist wieder Schützenbrüder waren es. Schützenbrüder und irgendwo ist er da an so eine Waffe gekommen. Unfassbar. Die hat er zu Hause im Keller auch eingeschlossen gehabt und die hat er da mittags um 1:30 geholt. Und um 2:00 ist das dann passiert. Und ich habe ihn noch hier, ich war auch vorne an der Straße, ich wollte einkaufen fahren. Und da denke ich, Mensch, das Auto steht ja da vor der Tür. Ach, der muss sich bestimmt umziehen, er war vielleicht auf dem Friedhof. Und da hat er die Waffe geholt, wenn ich das geahnt hätte. Ne?
Warst du bei dem Prozess dabei? Ja, meine Kinder und ich, wir waren dabei. Ja. Und der Täter aber nicht, der war nicht vernehmungsfähig. Ach so. Hm. Und der Richter hat dann auch gesagt, also wenn er dann irgendwie wieder, also wenn das wieder, wenn er geheilt ist, wird er entlassen werden. Ist er entlassen worden bis Nein, heute? Nein, er ist noch. Ich habe ständig auch Kontakt auch mit dem behandelnden Arzt, weil die, ich weiß, immer wieder wird mir zugetragen, du, der ist entlassen, der hat Freigang. Und das würde für dich bedeuten, du hast Angst? Angst, natürlich. Hm. Besteht denn da die ist das jetzt so eine verständlicherweise diffuse Angst oder gibt es irgendeinen Indiz, dass du denkst, der will mir auch in den Kragen? Ja, die haben das so erklärt, das war ein erweiterter, Selbstmord. Er wollte eigentlich meinen Mann umbringen und sich und seine Familie. Ach so. Sich auch. Mhm. Und dann hat er das aber leider nicht geschafft. Er hat ja die beiden erschossen, hat seine Frau angerufen, da in der Firma, wo die Frau gearbeitet hat, und hat gesagt, du, hör zu, ich habe jetzt die beiden erschossen. Mhm. Und dann ist sie natürlich sofort, weil ihr auch in der Innenstadt arbeitet, ist sie sofort ins Geschäft hochgerannt und da wurde er aber schon abgeführt. Wer hat eigentlich die Polizei benachrichtigt? Ein Mitarbeiter. Der war vorne im Büro und hat hinten hat die Schüsse gehört. Verstehe. Der hat das gesehen. Aber nochmal nachgefragt, wenn er auch du sagst, er wollte seine Familie eigentlich auch umbringen. Warum hast du denn Angst um dein Leben? Ja, weil es heißt, wenn die Täter schämen sich ihrer Tat. Mhm. Und vor meinen Kindern, und er schämt sich ja vor den Leuten, die er kennt, und weil nun auch in der Nachbarschaft wir auch gewohnt haben. Achso, das heißt, dass die Leute, vor denen er sich schämt, dass er die auch umbringen will. Mein Gott, ist das grauselig. Das war so. Boah. Und deswegen habe ich, also manchmal ist es schon komisch, das Gefühl, es ist jetzt 7 Jahre her. Aber dass Sie ihn 7 Jahre in der Psychiatrie behalten, heißt ja schon, dass Sie es ernst nehmen, ne? Ja. Sehr ja. ernst nehmen, das Ganze. Ja. Sehr. Mhm. Der Arzt selber sagt ja auch, er ist mit Medikamenten eben vollgepumpt. Und dir, ist das überhaupt erlaubt, dass man dir, also von Seiten der Ärzte dort, Auskunft erteilt? Was mit dem? Ja, das. Also, der Arzt, der ihn behandelt, der hat auch gesagt, er findet es auch schade, dass die Opfer, also Hinterbliebenen, für die wird gar nichts getan. Mhm. Und die Täter halt, die werden versorgt. Mhm. Und das ist ja auch mein Anliegen immer, meine Kinder und ich, wir haben plötzlich dagestanden und mussten die Firma leiten. Ich musste denen alles erklären, was gemacht werden muss, weil sie haben ja alles geerbt. Achso, du bist dann wieder in die Firma eingestiegen? Ja, erstmal. Ja, ja. Aber jetzt. Damals warst du ein paar Wochen geschieden von deinem Mann. Ja. Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage und vielleicht auch eine ein bisschen perfide Frage. Dass dieser Tod dann so eingetreten ist und auch so furchtbar eingetreten ist, ist das für dich etwas leichter zu verarbeiten gewesen, weil du geschieden warst? Also mal so sagen, er hat es nicht verdient gehabt. Mhm. Nein, eigentlich nicht, weil ich meine Kinder, die leiden heute noch. Ja, das sind ja eure Kinder, ne? Ich habe mehr als Mutter für sie gelitten, als jetzt, sagen wir mal, Mann und Frau. Mhm. Also wir waren ja getrennt und ich war ja auch... Ich verstehe, die emotionale Verknüpfung ist natürlich durch die Kinder da und dadurch hast du dann auch mit den Kindern wieder mitgelitten. Ja, ne? Ja, ich verstehe. Das war mehr so. Ja. Es hat sich natürlich für mich auch mal... Ich hatte in dem Moment, kriegte ich keinen Unterhalt mehr. Und ich stand auf einmal mittellos da und... Also gut, das ist so eine andere Geschichte. Ich fand es halt nur so grausam, wie ich das meinen Kindern sagen musste. Aber die Kinder, sagen wir es nochmal, du hast es gerade angedeutet, die waren im Alter von, die drei Mädels? 20 und 23. Damals. Gut, es waren erwachsene Töchter. Zwei, ne? Ja, zwei. Ja. Trotzdem, also sie haben hier eine Anzeige nochmal reingegeben in die Zeitung, so eine Anzeige haben sie auch geschrieben, wir dachten, der Abschied wäre nur für ein Jahr, doch nun ist es für immer Papa. Mhm. Weil sie ja in ein Jahr nicht gesehen hatten. Weil sie in Amerika war. In Amerika. Mhm. Und die älteste Tochter, die ist auch jetzt in San Francisco, die hat gesagt, ich halte das hier nicht aus, ich muss weg. Hast du denn, nur sind 7 Jahre vergangen, hast du denn für dich so ein klein wenig Frieden gefunden? So wie du klein wenig... Jetzt, die jüngste Tochter hat ein Baby gekriegt und neulich war ich in San Francisco, weil die große Tochter geheiratet hat. Aber es ist immer wieder, fehlt da was, weil sie dann auch in dem Moment, wenn Papa noch leben würde ne? Ja. Ich hatte nach einem Jahr, habe ich dann endlich auch einen Therapieplatz. Ich habe jetzt gerade das von der Kerstin gehört. Es ist so schwer, ganz schnell Hilfe zu bekommen.
Möchtest du denn dennoch vielleicht auch jetzt noch mal ein paar Worte mit meiner Psychologin sprechen? Oder sagst du, das ist für dich so alles im Griff? Ich kann nicht gerne mal machen. Ich habe nämlich vor einem Jahr erstmal aufgehört. Meine Therapeutin sagte, versuchen Sie es erstmal jetzt alleine. Mhm. Aber ich könnte jederzeit da wieder anrufen. Mhm. Aber irgendwann möchte man ja mal versuchen, ob man noch mit klarkommt. Ja. Aber wir können es dennoch machen. Ja. Das heißt, du legst auf und wir rufen dich zurück. Meine Psychologin ruft dich zurück. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen alles Gute und grüße deine Töchter herzlich von mir. Danke, Domian. Die Sendung ist einfach schön und das hat jetzt richtig gepasst. Dankeschön. Dankeschön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Tschüss. Frank ist hier. Frank ist 35 Jahre alt. Hallo, Frank. Grüß dich, lieber Domian. Ja, hallo, Frank. Kompliment an deine Sendung, wie wahrscheinlich die meisten es immer wieder sagen. Dankeschön. Sehr nett. Ja, plötzlicher Tod ein Thema. Ja. Stell dir einfach mal Folgendes vor. Es gibt einen Raubüberfall. Mhm. Da wird ein Mann erschossen. Mhm. Der Mann ist 35 Jahre alt, hat zwei Kinder und er wird überfallen von 5 Jugendlichen. Er wird überfallen wegen $13. Mhm. Der Mann wird erschossen und ist tot. Mhm. 20 Jahre später wird deswegen ein Mensch hingerichtet in Texas. Mhm. Und diese 20 Jahre später war, ich schaue mal gerade mal auf meine Uhr, 1:30, etwa vielleicht vor 10 Minuten, ist dieser Mann deswegen hingerichtet worden. Heute vor 10 Minuten? Jetzt eben vor 10 Minuten, mhm. schätze ich ungefähr. Mhm. Plus, minus 2, 3, 4, 5, 6 Minuten. Ja. Ich bin selber Journalist. Ich habe diesen Fall vor ein paar Monaten ausgegraben bei Recherchen über Amerika. Ich kam auf das Thema Todesstrafe. Kam dann irgendwie auf Texas und auf George Bush, seine Zeiten als Gouverneur. Und stieß irgendwie auf diesen Albert Kunkel oder Kanke, wie er eigentlich im Amerikanischen heißt. Ist es ein Deutscher? Er ist kein Deutscher, wie es die Bild-Zeitung einmal netterweise dann geschrieben hat. Ja. Er hat auch keine deutsche Mutter, wie es die Bild-Zeitung einmal geschrieben hat. Die Fakten sollten, glaube ich, schon mal stimmen. Mhm. Also er ist in Nürnberg, ist er geboren. Mhm. Sein Vater war GI hier in Nürnberg, ist hier geboren worden und hat hier 6 oder 7 Jahre, genau weiß man es nicht so recht, verbracht. Und auf der Highschool kam der gute Mensch dann eben mit den falschen Leuten zusammen, hat angefangen viel zu trinken, hat LSD genommen. Irgendwann sind die 5, seine Freundin und 4 Freunde rumgefahren, ziellos, weil sie Geld brauchten für neue Drogen und für Alkohol rumgefahren. Und dann sahen sie halt diesen Stephen Horton stehen an der Straße. Das spätere Opfer. Das spätere Opfer. Ja. Ja, und dann irgendwie fiel dann halt im Drogenrausch der Schuss. Ja. Die anderen haben lange Haftstrafen bekommen, die Freundin von Kunkel, Kanke, lebenslänglich, die anderen zwischen 20 und 30 Jahren. Mhm. So, und worum es mir jetzt eigentlich geht, ist, dir meinen Wandel zu erklären. Ich war eigentlich ein Befürworter der Todesstrafe. Ja, ja. Warum warst du ein Befürworter der Todesstrafe? Weil ich das Ganze ziemlich undifferenziert eigentlich gesehen habe. Ja. Weißt du, wenn man... Wie lange warst du ein Befürworter der Todesstrafe? Eigentlich so lange... wie ich über schreckliche Nachrichten Bescheid wusste, der widerwärtige Kinderschänder hat wieder den und den umgebracht, der Serienmörder hat wieder das und das getan. Ja. So, und jetzt hast du diesen Fall hast du entdeckt, hast du den ausgegraben und ich war auch der Erste, der darüber in Deutschland erstmal berichtet hat. Ja. Und danach haben sich dann halt die anderen Medien drangehangen quasi. Verstehe. Und dieser Fall hat jetzt bei dir einen Umdenkungsprozess in die Gänge gesetzt. Genau, absolut. Warum dieser Fall gerade? Warum dieser Fall? Mhm. Also erst einmal mit dem Thema Todesstrafe kann man, glaube ich, in Deutschland als Journalist keinen Cent verdienen. Sage ich auch mal ganz offen. Ich bin freier Journalist, ich verdiene damit auch mein Geld. Mhm. So, und dann war halt dort ein Mensch, der ist in Nürnberg geboren. Ja. So, und das heißt natürlich dann, deutsche Hintergründe, also Medieninteresse. Ja. Also bietet man dieses Thema an, Zeitungen, Radiosendern, Fernsehstationen. Du kennst es ja, aber du bist... Also ich glaube schon, dass man damit Geld verdienen kann, indem man, weil die deutsche Öffentlichkeit in der Regel sich darüber empört, dass es das gibt und dass die Amerikaner das machen. Ja, eigentlich Nein. schon. Ja, aber ein Großteil, sagen wir so. Ja, natürlich, die Bevölkerung, aber bei den Medien selber. Ich will jetzt keine Kollegenschelte bitte. Ja, aber nochmal zurück auf meine Frage. Du hast diesen Fall ausgegraben. Du hast die Hintergründe gerade erzählt. Der hat vor 19 Jahren, sagst du, ne, ist das passiert? 20 Jahre, etwas mehr als 20 Jahre. Genau, ist das passiert. Und jetzt ist er gerade hingerichtet worden. Wie ist er hingerichtet worden? Durch
die Giftspritze in Texas. Durch die Giftspritze. Mhm. So, warum hat dieser Fall, mit dem du dich dann eingehender beschäftigt hast, dein Umdenken in Gang gesetzt? Weil ich mich zum ersten Mal damit auseinandergesetzt habe, mit diesem Thema Todesstrafe und was da überhaupt alles dahinter steckt. Ja. Was war für dich das Wichtigste und das Überzeugendste, das Ausschlaggebendste, dass du gesagt hast, Mensch, ich habe eigentlich da immer auf das falsche Pferd gesetzt, in meiner Meinung? Das waren eigentlich zwei Sachen. Das eine zum ersten ist, dass die Möglichkeit durchaus besteht, dass Menschen unschuldig sind. Mhm. Glaubst du das in diesem Fall? In diesem Fall nicht, nein. Mhm. Er steht dazu, er sagt auch, er hat diesen Menschen umgebracht, er bereut es, er ist ein völlig neuer Mensch geworden, er hat seinen Glauben zu Jesus letztendlich gefunden und zu Gott. Das glaube ich ihm auch. Ja. Okay, das ist immer das eine große Gegenargument, der Mensch, und so war es ja auch schon sehr oft in der Geschichte, der Mensch könnte unschuldig sein. Und das Zweite, was du sagen wolltest? Das zweite Argument ist eigentlich, dass man als Staat, als Institution sich nicht auf die gleiche Stelle, auf die gleiche Stufe stellen darf, wie der Mörder selber. Mhm. Ich habe ein wunderschönes Zitat von Kofi Annan gefunden, der sagte, wie kann ein Staat, der die gesamte Gesellschaft repräsentiert und die Aufgabe hat, die Gesellschaft zu schützen, sich selbst auf die gleiche Stufe stellen wie ein Mörder? Ja. Ich halte es ja, ich sage es auch immer, auch bei allem Verständnis, wenn man schwere Gräueltaten mitbekommt im Fernsehen oder Kinderschändungen, dass man im ersten Moment auch in der ersten Emotionalität auch sagt, Mensch, der gehört jetzt auch irgendwie umgebracht. Man ist schnell dabei, oder? Ja, man ist schnell dabei. Es ist ja unter Umständen manchmal auch verständlich. Aber andererseits, wenn man sich zur Objektivität zwingt, finde ich, das ist eben eine ganz große Leistung der Zivilisation, dass man, genau wie du gerade gesagt hast, sich als Staat eben nicht auf die Stufe dessen stellt, der so etwas getan hat, sondern dass man weiter ist, dass man anders damit umgeht. Weißt du, Domian, man zitiert dann ziemlich gerne dieses biblische Zitat, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Mhm. Ja, aber es ist kein christliches Zitat. Ne? Es ist der Christ sagt ja auch, man möge vergeben. Man muss vergeben. Mhm. Ja, also das eine war falsch, also die Tat selber war falsch, das andere aber ist genauso falsch. Mhm. Und beides kann und darf eine moderne Gesellschaft eigentlich nicht akzeptieren. Ja, ich sehe es ganz genauso und bin empört darüber, was in Amerika passiert und natürlich auch ich weiß die Zahl nicht, es ist aber auch wurscht, ob es 10 oder 100 Menschen sind, jeder Mensch ist wertvoll, die durch das Okay von Herrn Bush hingerichtet worden sind. Herr Domian, ich möchte aber eins klarstellen. Der Täter, der muss bestraft werden. Der hat die härteste Strafe überhaupt verdient. Der hat einen Menschen umgebracht. Ja. Und er soll für den Rest seines Lebens im Gefängnis schmoren. Da rennst du bei mir die offensten Türen ein, dass ich auch für härteste Bestrafung bin. Ja, natürlich, klar. Also ich möchte jetzt nicht die Tat irgendwie verschönern. Ja. Ich verstehe deine Argumentation völlig. Ein Thema. Hast du denn im Laufe dieser Recherchen und dass du dich mit dem Fall beschäftigt hast, nochmal versucht, Kontakt zu diesem Mann aufzunehmen? Ja, ich habe seine Frau kennengelernt. Das ist eine absolute Gegnerin, eine Befürworterin der für die Abschaffung der Todesstrafe. Mhm. Das ist der Haber. Die kommt auch aus NRW, aus dem Sauerland. Aha. Die ist von München nach Texas ausgewandert, weil sie den Insassen in den Todestrakten helfen wollte. Mhm. Sie hat eine kleine Pension gegründet, dass da die Familienmitglieder günstig wohnen können. Ja. Anstatt der Flohmärkte, wie auch immer. Weißt du über diese Frau etwas, über den Gemütszustand von dem Menschen, der nun hingerichtet worden ist? Ja, auf jeden Fall. Wie war sein Gemütszustand in den letzten Tagen oder letzten Wochen? Also als er die Nachricht erhalten hat, war er natürlich völlig down. Er hatte mehrere Berufungen eingelegt. Die letzte lief er hatte schon am 7. Juli eigentlich seinen großen Tag gehabt, nämlich den Date mit dem Henker. Er aber wurde dann nochmal, er hatte einen sogenannten Stay bekommen, also einen Aufschub. Das ist ja die absolute Folter überhaupt. Wenn man sich vorstellt, dass jemand 20 Jahre, der ist vor 20 Jahren dazu verurteilt worden, ne? Ja, 20 Jahre hast du dieses Todesurteil vor Augen. Das ist ja unfassbar, was das für eine Folter ist. Ja, zudem, wenn man sich, also ich kann wirklich nur jedem Hörer jetzt sagen, schaut euch einfach mal diese ganzen Seiten an von keine-todesstrafe.de oder was ist, einfach mal Todesstrafe im Internet bei Google mal eingeben. Mhm. Dann schaut euch mal die Haftbedingungen an in den Todestrakten. Wenn sich das alleine mal anschaut, dann denkt man, das ist ja eigentlich auch schon ganz hübsch für so einen Mörder. Weißt du ja eigentlich schon, warum die dann noch hinrichten? Ja. Weißt du eigentlich, ob ein Angehöriger bei der Hinrichtung dabei sein darf? Ja, es ist die Mutter ist dabei, es ist der Onkel dabei, es sind zwei Schulfreunde und die Christa, die Frau. Dürfen die in dem Raum der Hinrichtung sein oder sind die durch so eine Glasscheibe getrennt? Durch Glasscheibe und Panzerglas getrennt. Das heißt, die gucken dann zu, wie ihr Angehöriger stirbt?
Genau, es sind insgesamt 15 Zeugen. Das sind 5 von der Opferfamilie, wobei die Eltern von diesem von dem Stephen Horton nicht mehr dabei sind. Die sind jetzt mittlerweile über 80, die sind herzkrank. Mhm. Die sagen, wir möchten ihn endlich sterben sehen, das sagen sie. Mhm. Und ich meine, das gestehe ich diesen Menschen auch zu. Mhm. Natürlich, ja. So, wenn jemand meine Liebsten nehmen würde, würde man das auch sagen, ja. Möchte ich für mich vielleicht auch das Recht rausnehmen, gib mir eine Knarre in die Hand und dann mache ich das. Aber nicht den Staat lassen. Aber lass mich nochmal fragen, die Situation, der Täter, der Verurteilte liegt in einem Raum auf so einer Liege, ne, und dann kriegt er per Infusion, glaube ich, dieses Gift verabreicht. Ne? Genau, das sind 3 verschiedene Gifte. Ja, und dann ist eine Glasscheibe. Kann er aus der Glasscheibe auch rausgucken? Kann er seine Angehörigen sehen oder geht das nur von einer Seite zu? Nein, es ist nicht wie bei Tatort irgendwie mit einer Spiegelscheibe, sondern es ist wirklich eine ganz normale Panzerglasscheibe, Panzerglas aus Sicherheitsgründen. Und er hat 30 Sekunden Zeit und kann dann hat dann halt um 0 Uhr und... genau um 0 Uhr und 30 Sekunden, 1 Uhr und 30 Sekunden deiner Zeit, unserer Zeit, durfte er nochmal 30 Sekunden an die Angehörigen oder an die Opfer entsprechend richten und an die Familie. Hast du schon irgendwas mitbekommen? Nee, das weißt du nicht, was er da... Überhaupt nicht. Nee. Noch eine Frage, warum dauert das eigentlich? Oder warum hat das so lange gedauert, bis das Urteil vollstreckt worden ist? Es liegt am amerikanischen Rechtssystem. Sobald es irgendwelche Einwände gibt, wird das einmal geprüft. Und die Mühlen der Justiz, die malen ziemlich lange in Amerika. Und wenn man zum Beispiel einen Rechtsanwalt wechselt, dann hat der Rechtsanwalt, wird sich dann komplett neu in den Fall einlesen, dafür hat er wiederum Jahre Zeit. So, und da gibt es halt die verschiedenen Instanzen, wie bei uns, vom Amtsgericht, zum Landgericht, zum Oberlandesgericht, zum Verwaltungsgericht, dann zum Verfassungsgericht. So. Also, so hat jetzt dieser schlimme Fall, dieser Treugefall, zumindest einen positiven Aspekt, dass nämlich ein Journalist, der auch Multiplikator in unserer Gesellschaft ist, so wie du es ist, eine andere Meinung bekommen hat. Auf jeden Fall. Das finde ich eigentlich auch meine Message. Meine Kernbotschaft ist eigentlich, dass man nicht so leichtfertig, wie ich es getan habe in den letzten Jahren und Jahrzehnten, ich bin 35, Jahrzehnten vielleicht nicht, aber ich habe wirklich eine Meinung gehabt, Kopf ab, sofort. Mhm. Ja. Aber mittlerweile sehe ich es doch differenziert. Das ist anders, ja. Und ich fühle mich auch heute nicht besonders gut. Ja. Wenn ich halt denke, Unrecht, sollte man das mit dem gleichen Unrecht wieder gut machen oder kann man das überhaupt wieder gut machen? Ich sage heute nein. Mhm. Und das ist meine Botschaft wirklich an alle Leute. Versucht euch wirklich mal Gedanken darüber zu machen, ob das wirklich so das Recht ist. Also ich glaube, die Botschaft ist angekommen, Frank. Ich danke. Deine Meinung dazu? Du hast ja nur mitbekommen. Die habe ich ja gerade auch ausführlich gesagt. Ein Gegner dazu. Ich sehe es genau wie du. Ich sehe es exakt wie du. Setzt du dich irgendwo ein in irgendwelchen Organisationen? Hast du das schon mal gemacht? Ich hatte mal Kontakt bei und für Amnesty International, die sich ja auch um... Aber das ist lange her. In der letzten Zeit nicht mehr, nein. Mhm. Vielleicht sollte man das machen. Ein guter Hinweis. Domian, ist das schön mit dir zu reden? Mein Lieber, danke. Alles Gute. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. An dieser Stelle... Ein Hinweis auf unsere Promi-Sendung am Samstag. Samstag habe ich als prominenten Gast den Klatschpapst des deutschen Fernsehens zu Gast, nämlich Ralf Morgenstern ist bei mir zu Gast im WDR Fernsehen um 23.45 Uhr und ihr könnt anrufen, wenn ihr euch auch mit ihm unterhalten wollt und ihr könnt euch jetzt schon anmelden zu der Sendung unter domian@wdr.de. Und ein Hinweis noch, heute Abend am Freitag hat Ralf Morgenstern in seiner Sendung im ZDF Blond am Freitag Desiree Nick zu Gast. Und da wird sicher eine ganze Menge geklatscht und getratscht über all das, was im Dschungel passiert ist. Ralf Morgenstern, Gast bei Domian am Samstag um 23.45 Uhr im WDR Fernsehen. Susi ist bei mir und Susi ist 32 Jahre alt. Hallo Susi. Hallo. Hallo. Du hast auch angerufen zum Thema plötzlicher Tod. Ja, das ist richtig. Mhm. Mein Freund ist am 25. Juli tödlich verunglückt. Und zwar war es ein Unfall. Also wir hatten eine Party gefeiert und also eine Einzugsparty. Wir sind im Juni in eine größere Wohnung gezogen und haben für alle Umzugshelfer im Prinzip ein Dankeschön-Party gemacht. Wir haben schön Kesselgulasch gemacht bei meinen Schwiegereltern im Wochenendhaus. Und ich bin dann irgendwann schlafen gegangen und mein Freund, mein Bruder und eine Freundin, die sind dann auf die Idee gekommen, nach Nacht baden zu gehen. Nacht baden zu gehen? Nacht,
Nachtbaden zu gehen. Mhm. Und weil dort sind viele Steinbrüche und mhm. obwohl mein Freund dort seit 25 Jahren im Prinzip wie zu Hause ist, haben die sich dort irgendwie verlaufen und sind dann irgendwann, haben sie festgestellt, dass der Weg nie weitergeht, sind stehen geblieben und mein Freund sagte dann, ich glaube, ich weiß, wie es weitergeht und hat einen Schritt gemacht und war weg. Oh. Und ist 25 Meter abgestürzt. Oh. Also das heißt, dass die anderen, also ich habe mir die Unfallstelle angeguckt im Nachhinein und habe gesehen, dass die im Prinzip alle drei so 30 Zentimeter vor dem Abgrund standen und mein Freund hat halt den ersten Schritt gemacht. Also die hätten alle drei weg sein können, aber er hat halt den ersten Schritt gemacht und ist halt 25 Meter abgestürzt. Also das war so ein Waldgebiet, ein bergiges Waldgebiet offensichtlich? Na, in welcher Gegend denn, in welcher Region? Das Bischofswerda bei Dresden ist ja, das. Ja. Und dort sind viele Steinbrüche, wo hier Granit abgebaut wird, gerade für Autobahnen und sowas. Ja, und, ja. Und, aber selbst in der Nacht, ja, ich meine, man sagt das jetzt so, selbst in der Nacht sieht man ja, kann man ja noch so ein bisschen sehen, offensichtlich nicht, wenn es irgendwie verwachsen war, zugewachsen war. Irgendwie. Das war eine völlig mondlose Nacht und das war dort stockdunkel und was haben denn die anderen dann gemacht in dem Moment, wo dein Freund runter weggestürzt war? Na, die wussten ja überhaupt nicht, was passiert ist. Und meine Freundin ist dort geblieben und mein Bruder hat sich durch den Wald gekämpft, hat dann irgendwann das Wochenendhaus wiedergefunden. Was also wahrscheinlich schwierig war, weil die sich ja schon verirrt hatten vorher, ne? Genau, und mein Freund, mein Bruder und die Freundin, die kannten sich ja dort überhaupt nicht aus. Und dann haben sie halt die Rettung gerufen, dann kam dann die Feuerwehr, die hat festgestellt, dass sie ihn nicht hochholen konnten und dann mussten sie noch die Höhenrettung rufen. Ach du Lieber, dafür ging ja unglaublich viel Zeit. Na, vier Stunden haben sie gebraucht, um ihn zu bergen. Und da war er verstorben schon? Und da war er schon verstorben, wo sie ihn dann hochgeholt haben. Also ich kenne das bloß von erzählen, weil die haben gedacht, dass sie mich halt schlafen lassen, weil ich lag schon im Bett und habe schon geschlafen. Und weil sie haben gedacht, ich bin doch keine richtige Hilfe dort, dass ich dort vielleicht durchdrehe oder hinterher springe oder sonst was. Und haben sie mich halt schlafen lassen und dann habe ich halt früh 6:45, nachdem sie ihn geborgen haben und tot festgestellt haben, hat mich dann die Polizei geweckt und dann habe ich das dann halt erfahren. Gott, wie schlimm. Aber die anderen, die im Wochenende Haus geschlafen haben, die wussten dann schon Bescheid vorher. Ja, die waren alle wach. Und nur dich hat man schlafen lassen? Mich hat man schlafen lassen. Findest du das richtig im Nachhinein? Im Nachhinein, also ich hab lange drüber nachgedacht, also ich finde es schon irgendwo gut, dass ich dort nie mit an der Unfallstelle war, weil ich bestimmt wirklich durchgedreht wäre. Mhm. Auf der anderen Seite war es für mich natürlich ziemlich unglaublich, man Letzte zu erfahren. Ja, man feiert und man hat einen schönen Abend gehabt und feiert den Wohnungsbezug, ne? Letztendlich war es das ja. Und dann wacht man morgens auf und dann sagen die anderen Leute, dein Freund ist tot. Und also ich habe dort in diese Gesichter geguckt, jeder wusste das, nur ich noch nie und das war schon ziemlich. Du hast ja wahrscheinlich überhaupt nicht kapiert, warum die Gesichter Nein, so ernst sind. Überhaupt nicht. Also die Polizei hat mir das gesagt und ich habe dann auch zu den Polizisten gesagt, das glaube ich nicht. Seit 25 Jahren ist er fast jedes Wochenende hier, der kennt sich ja aus, der verläuft sich ja nie. Also ich habe das überhaupt nicht geglaubt. Und wie lange wart ihr ein Paar? 8,5 Jahre. 8,5 Jahre. So lange. Weißt du, ob er sofort nach dem Sturz schon tot war oder ist er während dieser vielen Stunden, bis er nur endlich Hilfe kam, dort unten verstorben? Also bis letzten Freitag war ich mir sicher, weil die Notärztin das auch gesagt hatte, dass er am Genickbruch gestorben ist. Und am Freitag, also jetzt vor in einer Woche habe ich einen Obduktionsbericht gelesen und dort stand halt, dass das Genick total in Ordnung war, auch die Wirbelsäule total in Ordnung war, dass er gestorben ist, weil sein Herz an drei Stellen gerissen ist durch den Aufprall. Aber das könnte ja auch, hast du dich mal erkundigt, ob das auch bedeuten kann, dass man davon dann sofort stirbt? Also ich habe mich nicht erkundigt, aber ich denke mal, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Glaube ich auch, wenn das zerreißt, ja. Das ist ja meine einzige Hoffnung, dass er nicht mehr leiden müsste. Jetzt hattet ihr gerade eure Wohnung eingerichtet. Warst du imstande, in diese Wohnung einzuziehen? Also ich habe erst mal 4 Wochen bei meinen Eltern gewohnt, war auch krankgeschrieben. Habe 4 Wochen bei meinen Eltern gewohnt und habe die Wohnung überhaupt nicht betreten. Und nach 4 Wochen bin ich dann mit Freunden dann zusammen in die Wohnung gegangen. Und da habe ich dann erst mal seine Sachen
also seine Klamotten in so einen Kisten gepackt, hast mal alles in den Keller gestellt, das steht jetzt mal alles so da, wie ich es da reingestellt habe. Mhm. Dass ich das halt alles auch nicht mal sehe. Mhm. Aber du wohnst jetzt in dieser Wohnung? Ich wohne jetzt in dieser Wohnung wieder. Wie gehst du? Ich könnte mir vorstellen, dass diese Wohnung schon voll ist von tausend Erinnerungen, gemeinsamen Überlegungen, wie richten wir es ein, gemeinsam hat man vielleicht irgendwas renoviert und überall hast du eine Gedankenkette an ihn. Wie gehst du damit um? Ja, ist sehr schwer. Also wir hatten uns ja, wir sind von einer Zweiraumwohnung in eine Dreiraumwohnung gezogen und ich habe jetzt, damit ich halt nicht so allein bin, ist jetzt mein Bruder hat jetzt, also mache ich jetzt so eine Geschwister-WG, aber mein Zimmer sieht schon so aus wie so eine, wie so ein Altar, so überall Bilder von ihm und das ist. Anders kann man ja vielleicht auch sagen, dass diese Wohnung eben auch noch nicht eben so voller Erinnerungen war, wie eine Wohnung, in der ihr vielleicht schon mehrere Jahre gewohnt hättet. Es war ja halt jetzt nur die Einrichtung und das Aussuchen der Wohnung, die halt die Verbindung zu ihm herstellt. Ja, aber ja, das war halt so, dass er so glücklich war in der neuen Wohnung. Mhm. Also wir haben ja die Wohnung besucht, weil wir halt wieder in die Stadt wollten, nach Dresden. Dann haben wir auch die Wohnung gesucht, weil unser Hund, der nun zwischen 9 Jahre ist, ein Rückenproblem hat, dass wir auch eine Erdgeschosswohnung finden und so. Und jetzt musste ich den Hund durch Arbeit, wegen meiner Arbeit, dann jetzt natürlich auch weggeben. Also sind beide weg und das ist schon. Das Ganze war am 15.07., sagst du, ne? Ne, am 25.07. Am 25. Das war nicht ganz 4 Monate her. Ja. Kannst du das, wuscht dir eigentlich immer zu so noch durch den Kopf, dass du es gar nicht glauben kannst, dass das passiert? Ja, ich denke manchmal immer noch, dass er irgendwie wiederkommt, dass das alles bloß ein böser Traum ist, dass irgendwo wieder erscheint. Und wie hast du die ersten Tage, die ersten Wochen, was hast du da gemacht? Wie bist du mit diesem unvorstellbaren Schmerz umgegangen? Na, wie gesagt, also ich war bei meinen Eltern und also begreifen konnte ich es überhaupt nicht. Ich habe jeden Tag meine Eltern gefragt, ist das wirklich passiert, ist das wirklich passiert? Und meine Eltern immer gesagt, ja, das ist wirklich passiert, die waren mir auch eine große Hilfe. Ich meine so ich meinte mit der Frage, was du so den ganzen Tag denn so gemacht hast. Also im Prinzip gar nichts, ich habe im Prinzip nur im Bett gelegen, ich bin die ersten Tage überhaupt nicht aufgestanden. Und was ich aber gemacht habe, ich habe seine ganzen Freunde angerufen und habe das jedem erzählt und ich denke mal, dass viele reden dann darüber, die hatten ja auch 1000 Fragen, das hat mir dann auch sehr geholfen. Ja, und deine Eltern, wie du sagst, dass du bei deinen Eltern sein konntest und du mit denen auch immer sprechen durftest. Ne? Das ist sicher auch ganz, ganz wichtig in so einem Fall. Also die waren mir eine sehr große Hilfe. Wie ist das heute? Beispielsweise gehst du oft zu seinem Grab? Ja, also einmal die Woche gehe ich schon hin. Sprichst du jetzt auch noch viel, beispielsweise mit deinem Bruder, über oder lässt es so ein bisschen nach oder du sprichst weniger? Ja, es ist schwierig. Mein Bruder, der war ja nur unmittelbar bei dem Unfall dabei und der spricht überhaupt nicht drüber, der verdrängt das total. Und ich meine, wenn ich eine Frage habe, dann antwortet er mir schon, aber er geht nie tiefer drauf ein und so, dass er mal von alleine anfängt, überhaupt nicht. Er verdrängt das total. Ich denke mal, dass es auch was damit zu tun hat, dass er hätte auch abstürzen können. So. Ja, natürlich. Ja. Und mein Bruder, der hat ihn auch total gemocht und das ist auch für ihn ein wahnsinniger Verlust. Und ihr wolltet euch weiter ein weiteres Leben aufbauen, ne? Durch die Wohnung. Und hattet sich auch Zukunftspläne, vielleicht mal heiraten oder mal Kinder haben? Na, verlobt waren wir schon, und mit Kindern, da haben wir schon lange geplant. Ne? Gibt es überhaupt mal 5 Minuten am Tag, wo du nicht an ihn denkst? Also muss sagen, meine Arbeit, die lenkt mich schon sehr ab, aber sobald ich zu Hause bin, ist alles da, ne? Ist alles da, das ist wie so ein Hammerschlag. Also ich gehe auf Arbeit, kann mich total ablenken, bin auch total dort engagiert und mach, aber sobald ich zu Hause bin und die Tür aufschließe, ein Hammerschlag, ist das alles wieder da. Ja, weil es ist so frisch, ich finde, das ist noch so nah, das wird auch noch sehr lange so sein, glaube ich. Und ich glaube, dass das auch normal ist, aber du bist in der glücklichen Situation, dass da Menschen um dich herum sind, mit denen du sprechen kannst, deine Eltern, auch die Freunde.
Aber das ist das Bittere, dass man das irgendwie für sich dann auch aushalten muss, diesen Schmerz. Und letztendlich kann einem da keiner helfen. Nee, überhaupt keiner. Ich weiß auch manchmal überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Also ich bin manchmal, gerade wenn ich dann abends alleine da sitze, so. War das so schlimm schon mal, dass du irgendwie dachtest, ich kann nicht mehr, ich kann auch nicht mehr? Ja. Aber das ist im Moment nicht so. Ja, momentan, also seit ich den Obduktionsbericht gelesen habe, geht es mir wieder richtig schlecht. Und weil du die Sorge hast, vielleicht ist er doch nicht sofort gestorben. Ja, auch dadurch, dass die Wirbelsäule und so alles ganz war und er zwar schwere Kopfverletzungen hatte, aber die nie tödlich gewesen wären. Und diese Vorstellung, wenn das Herz nie gerissen wäre, hätte er wieder ganz gesund werden können. So, das ist halt. Man denkt alles Mögliche dann durch, ne? Ja. Liebe Susi, ich möchte dir sehr gerne jetzt auch mal ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Ja. Okay. Dann wünsche ich dir sehr viel Kraft. Danke. Sehr, sehr viel Kraft weiterhin. Danke. Und von Herzen alles Gute. Danke. Und du legst bitte auf und wir rufen dich gleich wieder an. Okay. Auf Wiederhören. Alles klar, tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Eugenia und Eugenia ist 16 Jahre alt. Hallo Eugenia. Ja, hallo. Du hast dich auch zu dem traurigen Thema bei mir gemeldet? Ja. Warum? Also es war so, gestern vor einem halben Jahr, meine Freundin und auch Partnerin bei einem Autounfall verunglückt. Also es war deine Partnerin, deine Lebensgefährtin, kann man sagen. Ja. Ihr wart verliebt ineinander. Ja. Durch einen Autounfall. Ja. Was ist da genau passiert? Also das war so, dass wir mit Freunden in der Disco waren und ich dann sozusagen von meinen Eltern abgeholt wurde und sie dann mit Freunden nach Hause gefahren ist. Und dann hat irgendwie ein LKW oder so das Auto von der Seite erfasst und ist von der Fahrbahn gedrängt. Ja. Und dadurch ist es zu dem schweren Unfall gekommen? Und dadurch ist es dann zu dem schweren Unfall gekommen? Ja. Ja. Und sind alle Insassen in diesem Auto ums Leben gekommen? Also, der Fahrer und der Beifahrer sind sofort verunglückt. Und sie und ihre beste Freundin, die lagen dann erstmal im künstlichen Koma. Beide sind dann so nach zwei Wochen, eine gute Freundin von mir und auch ihre beste Freundin sind nach zwei Wochen wieder aufgewacht. Und sie ist dann nach einer Woche aufgewacht. Dann war sie 3 Tage wach und dann ist sie ins Koma gefallen. Und dann dann ist sie dadurch dann irgendwie, das Herz hat nicht richtig geschlagen. Und dann wurden die Geräte abgeschaltet, an denen sie lag. Ja. Das heißt, da sind 3 Menschen ums Leben gekommen. Ja. Wie lange wart ihr beiden schon zusammen? Wir waren seit einem Monat zusammen, aber wir kannten uns schon seit 14 Jahren. Also solche Sandkasten, Bekanntschaft, Freundschaft. Ja. Als du das dann erfahren hast, wann war das? Also... Dass sie einen schweren Unfall hatte, meine ich. Ich habe das sofort am nächsten Morgen erfahren, weil ihre Mutter sofort bei mir angerufen hatte. Und dann bin ich auch sofort zu ihr ins Krankenhaus gefahren und so, war auch die ganze Zeit eigentlich bei ihr. Ja. Hat sie das dann, du hast ja gerade erzählt, dass sie nochmal dann auch wach geworden ist aus dem Koma. Ja, für 3 Tage. Ja, hat sie da sprechen können? Ja, alles. Sie war wieder total okay. Und im Endeffekt ist sie dann an einer inneren Blutung, die nicht sofort festgestellt wurde. Das heißt, in diesen 3 Tagen, während dieser 3 Tage, habt ihr beiden euch auch unterhalten können? Ja. Das ist ja noch tragischer, weil man da ja dann wieder Hoffnung hatte und hat gedacht, da hast du wahrscheinlich auch gedacht, oh, das Schlimmste ist geschehen und sie ist über den Berg. Ja. Dann passiert so etwas Schlimmes, stelle ich mir noch besonders dramatisch vor, wenn man schon so etwas mehr Hoffnung hatte und wieder mit demjenigen hat reden können. Ja. Wie war ihre Stimmung denn während dieser 3 Tage, als sie gesprochen hat? Also, sie hat sich irgendwie nicht anmerken lassen. Also, die war wieder total happy und so, total gut drauf. Meinte auch, sie kommt nächste Woche aus dem Krankenhaus. So. Ach so, so nah an der Genesung war das schon wieder? Ja.
Also der Unfall war für sie anscheinend nicht so wirklich schlimm. Ja. Sie hatte nur eine Gehirnerschütterung und einen Beinbruch. Ja. Und dann kam es. Und dann kam es zu dieser inneren Blutung und dann war es vorbei. Ja. Liebe Eugenia, du hörst vielleicht im Hintergrund die Musik. Das heißt, die Sendung ist jetzt vorbei. Ich würde gerne mit dir noch ein bisschen reden. Das tut mir leid, das geht jetzt nicht mehr in der Sendung. Aber ich verspreche dir, wir rufen dich gleich nochmal an. Okay? Ja. Dann legst du auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay. So, ihr Lieben, das war's für heute und zu unserem Thema plötzlicher Tod. In der Technik war Uwe Petersen. Wir sind morgen wieder da mit einer freien Themennacht. 1 Uhr Radio S Live und 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und sage tschüss, bis morgen. Zwei Uhr, heute ist Freitag, der 19. November. Sie hören Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk. Hamburg, München, der CSU.